Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir sind jetzt hier gerade in unserem Laden und wollten was verkünden. Und zwar haben wir ja schon vor dem Pro Qualifier in England so eine kleine Sache ins Leben gerufen, wo wir uns vorgenommen haben, dass wir uns drei Ziele nehmen und für jedes dieser drei Ziele ein bestimmtes T-Shirt erstellen und sozusagen unter Vorbestellung für unsere Community und Freunde, Familie, Fans anbieten wollen. Jetzt ist es ja soweit, dass es in 6 Wochen nach Portugal geht. Wir sind morgen, also am Sonntag, sind wir 6 weeks out für das Profidebüt in Portugal. Und deswegen gibt es auch das zweite Shirt jetzt vorzubestellen. Und zwar haben wir nach ewig langem Tüfteln einen ganz, ganz großen, wichtigen Leitspruch von mir genommen. Und zwar ist es eigentlich don't be extreme, just consistent. Und wir haben das aufs T-Shirt-Format gebracht und haben ganz groß eben dieses wichtige Wort, was mir extrem viel einfach immer gibt, Kontinuität, Consistency, auf das T-Shirt gedruckt. Ihr könnt das T-Shirt ab sofort in unserem Team Zinat Online-Shop vorbestellen. Und zwar mache ich den Link unten in die Beschreibung rein. Bis zum, lasst mich kurz gucken, 20. Juni, also ungefähr, ja, nicht mal 3 Wochen ist das jetzt vorzubestellen. Alle Infos und so weiter findet ihr dann in der Beschreibung. Vielen Dank und wir haben uns riesig gefreut, auch über die ganzen Bestellungen von dem ersten T-Shirt. Danke, 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 danke. Wahnsinnig toll und ein wahnsinnig tolles Gefühl, so unterstützt zu werden. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Vlog. Einen schönen Feiertag. Ich glaube, wir haben heute Fronleichnam, wenn es in meiner Erinnerung richtig steckt. Ihr habt gerade gesehen, wie ich meine Haferflocken jeden Früh mit Risiko zubereite. Und wenn man heißes Wasser nimmt, dann geht es immer schneller. Und wenn man dann mal irgendwie am Handy hängt oder noch irgendwas nebenbei wuselt, dann kann es sein, dass es einmal ziemlich schnell überkocht und der Morgen gelaufen ist. Aber es hat geglückt. Heute, gestern nicht. Da ist es mir dann über die Schüssel gelaufen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eine Glasschüssel nehmt, so wie ich, dann steigt das Haferflockenfrühstück noch schneller in die Höhe als in einer Plastikschüssel. Also das Frühstück ist eigentlich jetzt wieder seit Wochen ziemlich gleich, beziehungsweise eigentlich immer ziemlich gleich. Und wenn ich da so mein System gefunden habe, dann belasse ich das einfach so, bis es mich irgendwann nervt oder ich kreativ werde und sage, hey, das und das möchte ich jetzt umändern. Und eine Sache muss ich aber korrigieren, habe ich verändert. Und zwar habe ich ja sonst immer das Schlürfei gemacht. Und das mache ich zurzeit nicht, sondern ich mache das Eigelb-Porridge. Ich zeige euch, was ich meine. Ich mache einfach das flüssige Ei über das Porridge. So, dala. Vor dem Training esse ich zurzeit auch ein bisschen was anderes. Und zwar ist es einfach nur gekochter Reis und Eiklar. Und ich bin irgendwie so zurzeit auf so einem frische Himbeer-Fable. Deswegen frische Himbeeren über Reis und Eiklar. Und in das Eiklar, bevor ich es in die Mikrowelle mache, mache ich ein kleines bisschen Süßstoff rein. Und dann ist das so süß, süßes Eiklar-Reisspeise mit Zimt. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit unserem Roadtrip des Feiertages. Wird jetzt keine lange Reise oder so. Aber ihr seht gleich, wohin es heute geht. Und ihr dürft gespannt sein. Ihr kriegt wieder ein paar schöne neue Eindrücke. Das ist genau mein Wetter. Findest du es zu warm?
Nee. Nee. Weißt du, was krass ist? Wir können ruhig zum Auto laufen. Hier hat es jetzt gerade 22 Grad. Und schau mal, wie viel Grad es in Portugal hat. In Estoril. Also ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Sieht man das? 16 Grad. Bleib mal da. Machen wir den Wettkampf hier, oder? Weißt du, was ich noch für einen Tick habe? Das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe ziemlich viele Ticks in Bezug auf so Trinken, finde ich. Keine Ahnung. Ich mag nur warme Getränke. Wenn jetzt irgendwo beim Einkaufen jemand sich was zu trinken mitnimmt, dann geht jeder immer an den Kühlschrank. Und ich suche immer die Dosen oder die Flaschen, die im Warmen stehen. Und wenn ich an der Tankstelle Wasser hole, wenn wir irgendwo sind und ich habe Durst, dann steht immer alles im Kühlschrank. Und dann frage ich immer die Frau an der Tankstelle oder an der Kasse, haben sie auch warmes Wasser da? Und dann geht die meistens immer ins Lager und holt mir was aus dem Lager. Ist das normal? Oder gibt's noch mehr so Leute? Versteht mich jemand? 11.11 Uhr. Bin die Uhr. Das bringt Glück. Schnell! Man darf sich was wünschen bei 11.11 Uhr. Willkommen im Plusfit in Oberschleißheim. Wir waren schon öfter hier, haben es aber noch nie so wirklich öffentlich bekannt gemacht, weil unser Bekannter, der Michael Bauer, hat hier aus dem Plusfit auch etwas sehr Schönes gezaubert. Genauso wie im letzten Vlog, wo ihr gesehen habt, dass man aus einem ziemlich alten Studio was ziemlich Geiles machen kann. Das Gleiche hat der Michi hier auch gemacht mit seinen Kollegen und haben aus diesem Plusfit-Studio eine richtige Bodybuilding-Oase gezaubert. Jeder fragt immer groß, klein und ich sage immer normal. Ja, Mittel habe ich nicht. Aber dann, was ist das für eine Tasse? Groß oder klein? Das ist jetzt klein. Ich mache eh mal Wasser rein. Das ist quasi die normale. Weil, falls du es noch nicht weißt, ich mache immer Wasser in meinen Kaffee. Wasser? Ja. Also zusätzlich? Ja, wirklich. Das kriegen wir hin. Darfst du ja von unserer Station so lange. Also übrigens, bevor ich jetzt erst über den Kaffee rede, dass ich erstmal sage, wer du bist. Das ist der Michi. Dem Michi gehört hier das Studio. Das Studio, genau. Und der macht uns jetzt noch einen Kaffee und dann trainieren wir heute Schultern hier. Hier dürft Schultern. Ja, was trainierst du heute Abend? Ich denke Arme. 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 Arme ist auch gut. Das geht immer.
Training vollendet. Meine AirPods kann ich auch mal rausmachen. Manchmal habe ich die nur so Placebo im Ohr. Keine Ahnung, irgendwie, wenn ich dann das Lied oder die Musik mit mag, dann mache ich die einfach an und wenn nicht, mache ich sie einfach aus und habe sie so Placebo im Ohr. Auf jeden Fall kenne ich das Studio ja schon bereits und habe heute da auch, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal Schultern trainiert. Und ich finde es immer ganz cool, immer mal wieder auch an anderen Geräten zu trainieren. Weil wenn man so sein klassisches Home-Gym hat, dann macht man oftmals ziemlich ja, dasselbe oder die gleichen Maschinen. Und wenn man dann mal ein bisschen auf der Straße rumkommt oder in anderen Studios, dann kann man mal andere Winkel, andere Handhaltungen, andere Führungen, andere Geräte testen oder einen Reiz setzen. Ist zwar manchmal am Anfang, finde ich, immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt in einem komplett anderen Studio trainiert, weil man oftmals nicht so weiß, ja, wie viel Gewicht kann ich da jetzt machen, braucht dann vielleicht ein bisschen länger, um sich da so rein zu grooven. Und ja, heute, was habe ich gemacht? Ich fange eigentlich immer ziemlich oft mit Seitheben an, in verschiedensten Variationen, je nachdem, was für Geräte und Möglichkeiten halt auch da sind. Immer so zwei Übungen für die Seite, zwei Übungen für vorne. Hinten darf nie fehlen, weil hintere Schulter ist einer meiner Lieblingsmuskeln. Es gibt zwei Lieblingsmuskeln. Einmal ist es die hintere Schulter, also das hier da. Und das andere, das zeige ich euch jetzt aber nicht, ist der Gluteus Medius. Das ist sozusagen dieser Höcker, der immer so hier oben rausschaut. Das sind eigentlich so meine zwei Lieblingsmuskeln. Was ist denn dein Lieblingsmuskel? Schreib es mal in die Kommentare rein. Und ansonsten verabschiede ich mich erstmal von diesem Teil aus dem Vlog. Und hoffe, es hat euch gefallen, die Einblicke. Heute mal kein Training, weil Schultertraining haben wir schon so oft mit in den Videos gehabt, sondern einfach mal so ein kleiner Rundgang aus einem anderen Ambiente. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und deswegen jetzt nochmal ein Dankeschön und danke an die Leute, die uns alle mit unserem Laden unterstützen, die online auf teamzinat.shop bestellen und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt fleißig, bleibt motiviert, die Gyms haben ja jetzt wieder offen und ich schreibe euch mal meine Homepage unten in die Beschreibung mit rein. Die ist nämlich diese Woche endlich online gegangen nach langer Geburt. Und ja, das war jetzt ganz viel Liebe reingesteckt und das hoffe ich sieht man auch. Einfach mal reinschauen, werde meinen Blog da weiterführen. Da gibt es ein paar Transformationen und es wird auch einen Shop geben und man kann auch eben eine Kontaktanfrage stellen in Bezug auf Coaching, Zusammenarbeit, Training, Ernährung etc. Checkt das Ganze mal aus. Ich bin raus. Hinterlasst einen Kommentar, lasst mir ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Dankeschön.